Nachdem es seit mehreren Wochen nicht mehr geregnet hat, beziehungsweise sogar Monate, ist die Schüttung der Aachquelle auf 3500 Sekundenliter heruntergegangen. Die Außentemperatur beträgt zurzeit 35 Grad. Im Wasser herrschen 17 Grad, also ideal für eine Abkühlung. Das Tauchen durch die Düse, die engste Stelle im Quelltopf, war kein Problem, denn die Schüttung bzw. auch die Strömung hier war minimal. Die Sichtverhältnisse habe ich mir besser vorgestellt, aber nun war ich mal da mit der Filmkamera, dann habe ich halt gefilmt. An der rechten Felswand entlang führt der Gang tief in den Berg. Schöne Kalzitkristalle säumen den Weg. Die Führungsleine. Sie ist ein Garant für ein sicheres Zurücktauchen.
Messerscharf sind die Felszacken und man muss gut aufpassen, damit der Tauchanzug nicht beschädigt wird. Gefährliche Kreuzung. Nun, wo führt der Weg hin? Viele Wege führen nach Rom. Flossen habe ich bewusst verzichtet, denn sie wären nur hinderlich gewesen. Ein großer Grauwackenstein. Wie kommt dieser so weit in den Berg? Thank you.
Nun geht es mit der Strömung zurück zum Ausgang. Schöner Tauchgang geht nun zu Ende.